Car2Go, das Pilotprojekt der Daimler AG. Car2Go muss sich anfühlen wie Ihr eigenes Auto, ohne dass Sie eins besitzen. Das ist ein bisschen der Trick dahinter. Es muss genauso cool sein, mit Car2Go unterwegs zu sein, genauso smart im besten Sinne, wie wenn Sie selber das Auto besitzen. Wir versuchen es so weit zu individualisieren, auch eben über Applikationen, auch eben über das Thema Internet und Smartphone, dass Sie sich quasi zu Hause fühlen, wenn Sie sich in einen Car2Go setzen. Ich glaube gar nicht, dass per se Internet und Mobilität wahnsinnig gut zusammenpassen. Ich glaube, dass das Innovative ist, dass man diese beiden Dinge erstmal zusammenbringt, um dem Kunden komplett neue Welten zu ermöglichen. Das heißt, wir versuchen immer stärker, diese gesamte Welt Web 2.0 mit Mobilität, mit dem Auto zu verknüpfen. Das geht so weit als eine Ausprägung, vielleicht eine Spielerei, dass wenn Sie Car2Go fahren, sehen Sie auf einer Karte, wo welche Kollegen aus Ihrer privaten Community auch mit einem Car2Go unterwegs sind. Car2Go plant den internationalen Rollout und ich bin stolz sagen zu können, dass wir uns nicht anbiedern müssen bei irgendwelchen Metropolen und Städten auf dieser Welt, sondern ganz im Gegenteil, Städte kommen auf uns zu mit konkreten Problemen im öffentlichen Personennahverkehr mit politischen Zielvorstellungen, die sich allerdings aufgrund der budgetären Lage in den Haushalten nicht direkt umsetzen lassen. Und da stoßen wir rein und bilden eben die Brücke und sagen, wir machen es möglich, dass Individualverkehr auch ökologisch verantwortlich im Innenstadtbereich möglich ist. Blinkster, das Carsharing-Modell der Deutschen Bahn. Grundsätzliche Blinkster für alle da, aber wir haben natürlich, aus der Erfahrung wissen wir, wer Blinkster nutzt. Es sind überwiegend Menschen zwischen 20 und 50. Es sind teilweise gut gebildete Menschen, die sich sehr wohl Gedanken machen, brauche ich noch ein zweites oder drittes Auto oder sage ich, mir langt eins oder mir langt gar keins und ich nehme individuell ein Fahrzeug, wenn ich es brauche. Wenn Sie auf ein eigenes Fahrzeug verzichten, tun Sie viel in Umweltschutz und Sie haushalten anders, Sie denken anders und nutzen das Fahrzeug, also das CO2-schädliche Fahrzeug, nur noch dann, wenn Sie es wirklich nutzen. Und das ist ja auch der Charme in unserem System, dass wir sagen, fahr die lange Strecke mit dem Zug und für die kurze Strecke nimm das Auto. Mobilität hat sich verändert. Es ist schnelllebiger geworden. Die traditionellen Vertriebssysteme sind aufgebrochen worden und somit hat Mobilität und Internet und die ganzen Buchungssysteme, ob jetzt 2.0 oder 3.0, einfach ihre Berechtigung. Citypendler. Die Mitfahrgelegenheit für Kurzstrecken. Vorteil gegenüber anderen ist der, dass wir grafisch sind. Das heißt, Sie sehen sehr viel. Sie können sehen, aha, da ist ein Pendler. Und dass wir uns auf diese kurzen Strecken fokussieren. Das heißt, Sie geben nicht nur ein Bahnhof Stadt A bis Bahnhof Stadt B, sondern Sie können bis zu 20 Haltestellen eingeben. Und das System sucht an jeder Haltestelle, ob im Umkreis dieser Haltestelle jemand ist, der mitfahren möchte. Man muss sich einfach vorstellen, dass es in Deutschland 21 Millionen Pendler gibt, die zu 90% alleine zur Arbeit fahren. Und deshalb ist es natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, die Kultur zu schaffen und die technische Möglichkeit zu schaffen, nicht mehr alleine zur Arbeit zu fahren, sondern zu viert zur Arbeit zu fahren. Dadurch, wenn jeder, der pendelt, zu viert zur Arbeit fährt, reduzieren sie den CO2-Ausstoß um 75%. Das schafft sonst eigentlich keiner. Aber es ist natürlich noch ein bisschen Utopie. Caribo. Die Mitfahrgelegenheit für Ad-Hoc-Fahrten. Die heutige Zeit erfordert von den Menschen mehr Flexibilität und Mobilität. Jeder von uns ist sehr viel unterwegs und ist sicherlich dankbar dafür, wenn er mit seinem mobilen Handgerät, das er bei sich trägt, die Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen, in einer Hand hat und sehr einfach nutzen kann. Im Zentrum von Caribo steht natürlich im Moment erstmal Wachstum. Das heißt, wir wollen möglichst viele Menschen von der Sinnhaftigkeit und von den Vorteilen von Caribo überzeugen. Caribo lebt dabei natürlich von der Empfehlung der Nutzer und wir hoffen, dass wir recht schnell eine notwendige Benutzergruppe generieren können, die dann für alle auch ein ausreichendes Angebot zur Verfügung stellt.
Die nächsten Schritte werden dann sicherlich die Internationalisierung sein und wir planen weitere Features einzubauen, Stichwort mobiles Echtzeit-Internet. Das heißt, wir werden Services einbauen, mit denen die Nutzer, die unterwegs sind, den anderen Nutzern Informationen, zum Beispiel über Verkehrssituationen, Geschwindigkeitskontrollen oder andere interessante Dinge auf den Weg geben können und somit auch ein zusätzlicher Nutzeffekt eintreten kann.